Yeah, Leute, willkommen zurück zu Advance Wars. Wir lernen gerade, wie man der heftigste Kriegsführer der Welt wird, ja, mit Nels kleinen Tipps hier. So, nächste Mission, der Übungsmission, alles über TTPs. Lerne hier die Rations-, Fracht- und Lehrenkommandos. Meine Vorgesetzten erkennen deine Leistung an, Marcel. Ich bin auch froh, dass die feindlichen Truppen nicht von uns stationiert sind. Sieh nur, eine Artillerieeinheit steht noch unter deinem Kommando. Diese Einheit wird deine Bataillonen mit Sicherheit stärken. Leider stand sie an der Front wohl schon sehr unter Beschuss und nun, wir wissen genaueres, sobald wir das Schlachtfeld erreichen können. Oh, ich erhielt gerade noch eine Information. Dir steht auch eine TTP-Einheit zur Verfügung. Sie kommt frisch aus der Fabrik und ist völlig intakt. Okay, auf ins Gefecht. Ach, so geil, Mann. Mission 5. Alles über TTPs, Truppentransporter. Boah. Oh. Unsere Artillerieeinheit hat keinen Sprit mehr und keine Munition mehr. Tja, es ist zwar erfreulich, dass wir eine Artillerieeinheit haben, aber sie hat keine Munition mehr. Auch das Benzin ist fast leer. Ohne Munition ist sie wehrlos und ohne Benzin ist sie unfähig zu fahren. In diesem Zustand ist sie nutzlos. Aber keine Angst, das werden wir schon schaffen. Diese Einheiten muss durch eine Transporteinheit mit frischer Ration versorgt werden, um Munition und Benzin komplett aufzufüllen. Info zu einer bestimmten Einheit erhältst du durch Drücken des R-Knopfes. Okay, wähle bitte diese Einheit und zieh sie hier hin. Ah ja, TTPs, die können nicht angreifen, die sind echt bloß zum Transport und zur Ration da. So, der Befehl zum Ration verteilen ist jetzt im Menü erschienen, stimmt's? Wähle bitte diesen Befehl an, okay. Ration. Klasse, jetzt hat die Einheit Benzin und Munition erhalten. Sie versorgt den Transporter, versorgen Transporteinheiten alliierte Einheiten in der Umgebung. In diesem Fall versorgen wir nur eine Einheit durch Transporteinheiten. Was? Warte nochmal. In diesem Fall versorgten wir nur eine Einheit durch Transporteinheiten. Doch Transporteinheiten können mehrere Einheiten in unmittelbarer Umgebung gleichzeitig versorgen. Boah. Ach ja, Rationen erhalten Einheiten auch in alliierten Basen. Und Basen, wie bereits erwähnt, füllen zusätzlich zur Ration die Trefferpunkte auf. Setze Transporteinheiten ein, wenn keine Basen nutzbar sind. Da die Artillerieeinheit einsetzbar ist, wähle sie einfach mal oder öffne das Feuer. Wählst du sie bitte an? Genau, das sind unsere Fernangreifereinheiten. Danke, drück jetzt den A-Knopf, um den Befehl im Menü zu öffnen. Zack, Feuer. Wähle bitte Feuer. Hast du mal Feuer? So, voll geil. Hat natürlich auch nicht so einen mega großen Radius, aber es reicht, um den Jagdpanzer zu erwischen. Tschüss, Mann. Der kleine Typ mit dem Fernrohr, wie er da steht. Getroffen, Leute. Na, dazu dienen Artillerieeinheiten zum Fernangriff. Der Begriff Fernangriff bezeichnet einen Angriff aus der Distanz. Diese Technik erlaubt einen Angriff, ohne Gegenwehr fürchten zu müssen. Da dies nun geklärt ist, bringen wir jetzt den Rest deiner Truppen in Stellung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Infanterie des Gegners diese alliierten Basen angreift. Mal sehen, was wir tun können, um sie zu beschützen. Okay. Ein einzelner Jagdpanzer müsste gerade so ausreichen. Setze die Einheit bitte hierher. Okay. So, hier hin oder... Ah, nee, also, hopp. Es wird leichter sein, wenn die Einheit in der Nähe einer Basis in Stellung ist. Setze bitte dahin. Ja, okay, okay. Sorry, Mann. So, warten. Bei näherer Betrachtung ist ein Jagdpanzer allein wohl überfordert, diese Basen zu halten. Auch der Gegner hat Jagdpanzer in der Nähe und ich halte es für klug, noch eine Mech-Einheit möglichst nah heranzubringen. Bitte zieh die Mech-Einheit an diese Stelle. Ja genau, jetzt wird uns auffallen, dass sie halt extrem langsam sind und nicht wirklich schnell vorankommen. Aber die übrigen Einheiten bringst du bitte selbst in Stellung, wie du es für nötig hältst. Hättest du gern einen Rat? Nein! Oh, fast hätte ich da vergessen. Wäre es nicht gut zu wissen, wie weit deine Einheiten feuern können? Weißt du noch, wie die Reichweite des gegnerischen Angriffs ermittelt wird? Auf dieselbe Weise erkennst du die Reichweite der eigenen Einheiten. Zieh den Cursor auf die Einheit und drücke B. Und halte ihn gedrückt. Das rot eingefärbte Gebiet zeigt die Reichweite an. Okay, bist du fertig mit dem Einsatz deiner Einheiten? Dann wähle Ende. Hier, das Ding zum Beispiel. Guck mal, wir können nicht direkt angreifen. Man kann nur aus der Ferne angreifen. Ist ein bisschen fies. So, okay, was ist denn jetzt hier? Sollte ich mal versuchen einfach... hier haben wir so ein Artillerie-Ding. Ja, ich versuche trotzdem mal einfach mit einer Einheit hier irgendwas einzunehmen, obwohl der nachher springt. Weil es nützt mir jetzt gar nichts, ich brauche ja gar kein Geldfarm. Weil Geldfarm kommt erst später noch, wenn wir auch wirklich Basen zum Bauen haben. Das wird dann geil. So, Tag 1. Diese blöde Nell, du kannst wohl nicht anders als immer meinen Weg zu kreuzen. Meine Truppen werden dich zerquetschen wie eine Fliege. Ist das dumm? Hält doch gerade genau vor der Festung, dass ich schöne Deckung habe, ja? Naja, so sind nochmal die Tutorial-Levels. Tag 2. Du bist am Zug. Es sieht nicht gut aus. Die gegnerischen Einheiten schließen auf. Die Mech-Einheiten wird nicht rechtzeitig zur Stelle sein, aber keine Panik. Die Mech-Einheiten kann mit etwas Hilfe schneller und weiterkommen. Wähle bitte diese Mech-Einheit. Ah ja, mit dem schönen TTP. Okay, setze die Einheit bitte hierher.
So, alles einsteigen, Fracht. Die Fracht, der Frachtbefehl ist aufgetaucht. Bitte wähle ihn an. So, die Transporteinheit hat jetzt die Mecheinheit als Fracht aufgenommen. Transporteinheiten nehmen Mech- und Infanterieeinheiten auf. Das erhöht die Bewegungsradius dieser Einheiten enorm. Es ist nie falsch, Truppen mit Hilfe von Transporteinheiten zu bewegen. Bewegen wir diese Einheit. Würdest du sie bitte anwählen? Okay, und da hinstellen. Setz sie bitte auf dieses Feld. Na gut. Zack. Hui. Und dann kann ich sie auch gleich ausladen. Siehst du nun den leeren Befehl im Menü? Wähle bitte den Befehl an. Leeren. Zack. So, wurde leeren ausgewählt, musst du entscheiden, wo entladen werden soll. Entlade diesmal bitte hier. Wähle mit Hilfe der Steuerkreuz den Ort. Okay. So, ich muss ja hier dut. Ja, hier ist jetzt auch besser, wenn ich den Panzer hier hinstelle, anstatt die Einheit. So, zack. Damit endet der leeren Befehl. Das Entladen beendet den Zug der Transporteinheit und der entladenen Einheit. Auf diese Weise erreicht man entfernte Orte doch viel schneller. Transporteinheiten versorgen alle Einheiten mit Rationen und transportieren Mech- und Infanterieeinheiten. Doch eines musst du dir merken. Transporteinheiten führen keine Waffen. Sie können nicht feuern. Info über Transporteinheiten erhältst du, indem du den Cursor auf eine ziehst und R drückst, wie immer. Von nun an fällst du die Entscheidung. Möchtest du noch einen letzten Rat? Nein. Gut, wie du willst, aber lass mich dir trotzdem noch einen Rat geben. Was zum... Artillerieeinheiten können nicht gleichzeitig fahren und angreifen. Vergiss das nicht. Okay, du kannst siegen, indem du das Haku einnimmst, des Gegners oder seine Truppen schlägst. Viel Glück. So, dann stell ich erstmal natürlich hier verteidigungsmäßig. Ich kann auch gleich mal angreifen, warum nicht? So, tschüss. Boom. So, dann werde ich natürlich gleich wieder geheilt nächste Runde. Bin ich auch wieder voll. So, und dann natürlich den hier schön hinstellen. So, dann kann ich schön aus der Ferne angreifen. Hier kommt keine Sau durch. Das wird cool. So, die anderen kümmern sich mal hier unten. Ich glaube, das mache ich sogar mit anderen mal. So, 3 Stück sollten reichen. So, die Mechanheit kann sich mal nach da bewegen. So, alles klar. So, was wird er tun? Was soll der machen? Nimmt erstmal voll was ein. Oh, oh. Ist der... Der greift mich tatsächlich an. Ah, er überlebt das. Fies, fies. Oh mein Gott, da kommen die Panzer. So, erstmal besetzen. Dumm. So, dann müssten wir eigentlich mit den beiden den Typen da platt machen können, auch wenn er Deckung hat. Na, auf jeden Fall schwächen wir ihn so oder so. Und der wird es nicht schaffen, die Festung da einzunehmen. Boah, fast gleich viel Schaden. Voll gemein, Mann, das gibt's doch gar nicht. So, ich bin nicht in der Reichweite der Artillerie. Alles in Ordnung. Oh, das war geil. Voll viel Damage gemacht. So, dann machen wir erstmal hier. Natürlich den noch intakteren Panzer angreifen, ist ja klar. Und tschüss, Mann. Ach, ich liebe dieses Spiel, ey. Es ist so geil. So, was jetzt? Ja, dann greift doch mal den hier an. Alter, mit fast 70. Das dürfte trotzdem 7 Schaden machen, oder? Jawoll. Wie geil ist das denn? Oh, yeah. Und du machst den hier down. So, auch wenn TTPs nicht wirklich stark sind, kann man die auch, also die, wenn die nicht angreifen, kann man die trotzdem immer richtig schön als so, als Deckung benutzen. Einfach immer hier so in den Weg stellen oder so, das ist auch immer ganz cool. So eine Abfangjäger, so, ich glaube, der Rest wird ja eigentlich ganz gut klarkommen. Ich schicke trotzdem mal den noch zur Sicherheit. So, und du holst einfach mal noch die Mechanheit dahin. Alles klar, Tag Nummer 3. Oh, das wird noch eine Weile dauern. So. Er hat natürlich nicht angegriffen. Naja, so ein Trottel. Schön besetzen. Quutz. Oh yeah. So, ich könnte jetzt, glaube ich, sogar schon. Der kann ja nur so angreifen. Ah, Mist. Nee, ich würde nur in seinen Radius geraten. Nun gut. Die schwächere Einheit macht den platt. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht auf die Festung zu gehen, weil sonst greift er mich mit seiner Verteidigung. Das fiese matente Ding da an. Hier, vor in der Reichweite. Das wäre nicht cool. Nein, das wäre sogar richtig und klug. So, dann greif mal bitte die intakte Infanterieeinheit an. Ist gefährlicher. Boom, Alter, voll weggeballert. Oh, yeah, Mann. So, dann greift die Mech-Einheit den hier an. Das ist klar. Ach, haben wir auch klar gewonnen. Das wird super geil. Der Olaf hat keine Chance gegen uns, Mann. So, den Panzer hier, bevor sie sich noch ein... Bum, ob das okay Problem wäre, dank unserer Infanterie. Bam. So, und dann sperren wir den Typen mal ein. So, und entleeren. Okay, was heißt einsperren? Er kann noch über den Fluss zurück, aber ob er das wirklich will. So, wartet mal. Wie sieht's denn aus? Warum nicht?
Sehr geil. So, dann ist der auch gleich down da unten. Dieser Typi. So. Dann muss ich bloß halt ganz schnell mit meinem Panzer da noch zu dem anderen Ding da fahren. Was tut er? Dam, da, da, dam, dam. So, alles klar, alles schön nachgestockt hier. Voll cool, deine Maration verpassen. So, du greifst jetzt den an. Und dann soll der Panzer schon mal runterfahren. Weil diesmal werde ich dann nicht gewinnen, indem ich das Hauptquartier einnehme. Das dauert mir zu lange. Bams, tot. So, über den Fluss, kurz Füße nass gemacht. Und tschüss. Oh, für ihn so ein armer Typ, voll abgeschossen. Er hatte keine Chance zu überleben. So, oh, ist ja ganz einfach. Fahre erstmal bis hier hin. So, bin außerhalb der Reichweite. Und dann kann ich in der nächsten Runde voll angreifen. Oder auch im Wald mit Deckung. Voll geil, Mann. So, dann greifst du erstmal den hier an. Voll geil. Und er konnte sich nicht mal wehren. Das tut mir leid für ihn. Aber ich will ja endlich richtig in den Krieg ziehen. Naja, die Kampfübung ist vielleicht ganz gut und so. Auf jeden Fall wird hier richtig, richtig schön erklärt. Für so Newcomer und sowas alles. Aber naja, die eigentliche Kampagne ist das Interessante. Obwohl die bei Advance Wars 1, sie ist sehr einfach, sagen wir mal so. Aber ich will sie auf eine besondere Art und Weise durchspielen, die Kampagne. Aber dazu später mehr. Naja, was heißt besondere Art und Weise? Also denkt jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt übelst den, weiß ich was, für ein One. Nee, das nicht, aber ihr werdet schon verstehen, was ich meine. Weil ich möchte, dass ihr von der Kampagne alles seht. Ja, weil es gibt nämlich auch für die Kampagne entsprechende Bonusmissionen. Bonusmissionen, die halt auch nur unter bestimmten Bedingungen kommen. Was meine ich, ist man denn hier fertig? Tschüss, Mann. Bams und gewonnen. Und wir dürften eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Wir dürften einen guten Rang A kriegen. Hast du nun ein Gefühl für die Einheiten, für den Einsatz von Artillerie? Das macht sich gut, Mann. Nun geh und mach weiter so. Oh, Mann. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Sieg. Ich habe nicht geglaubt, Marcel. Danke, Mann. Wie nett von dir. Rang A. Gut. Und wieder gleich saven. Dumm. Bestehende Daten speichern? Ja. Und ihr seht schon im Hintergrund, ne? Orange Star, Blue Moon und Green Earth? Green Earth? Was ist das denn? Kommt alles noch, Leute. Panzerpatrouille. Hier hast du die Chance zu zeigen, was du gelernt hast. Fertig? Jo. Ein kompletter Speertrupp. Also ein Speertrupp ist in die Korallenlagune verschwunden. Hä? Die Korallenfestung liegt mitten in den Bergen. Feindliche Truppen halten sich dort wohl kaum auf. Dennoch, wo bleibt der Trupp? Wir können uns nicht leisten, das Gebiet an den Feind zu verlieren. Wir sollten aufbrechen. Okay. Na warum auch nicht, Alter? Mission 6, Panzerpatrouille. Schön fette Panzer? Naja, so viel ist das. Oh, Alter, der hat richtig. Oh! Kampfpanzer? Olaf hat auch solche in seinem Besitz. Das erklärt, was mit den verschwundenen Speeren passiert ist. Diesmal weiß ich wirklich nicht, ob wir eine Chance haben zu siegen. Dennoch gewinnt man nicht, indem man seine große Kraft zur Schau stellt. Das weißt du doch jetzt auch schon, oder? Das hier überlasse ich dir. Irgendwelche Ratschläge gewünscht? Nein, danke, Nell. Das schaffe ich nur alleine. So viel Vertrauen musst du mir schon entgegenbringen. Das Besetzen der Hauptstadt oder der Sieg über alle Truppen des Gegners beendet den Kampf. Viel Glück. Okay. Okay, Leute, Alter, der hier ist hart. Das ist eine, ja, in Advance Wars 1 die stärkste Direktangreifeinheit. Da müssen wir taktisch vorgehen. Sollten wir aber schaffen. So, dann mache ich erstmal hier einen Einladen. So, die beiden gehen runter und machen die Festung klar. Der geht einfach mal hier lang. So, hat er hier auch einen Panzer. Kann ich den irgendwie locken, dass er mich angreift? Ich glaube, der greift mich ja so oder so nie an. Ist ja das Schlimme, ey. Wäre schön, wenn er mich angreift, aber das wird er aber nicht tun. Deswegen, hier, der Radius ist da. Deswegen gehe ich mal einfach zu der Festung hier. Zu der Basis. Dann kann er mich ruhig angreifen, wenn er Bock hat. So, und dann werde ich den mal hier ausleeren. So, okay. Und natürlich den noch hier als Sicherheitsschutz hinterstellen. Gut. Ist wie beim Schach. Eine andere Figur muss die andere decken. Und so mehr hat der Gegner natürlich Angst anzugreifen. Alles klar. Hahaha, wie ich sehe, hast du meine neue Waffe übersehen, ey. Bald erzitterst du vor den mächtigen Bodentruppen überhaupt. Vor der mächtigsten Bodentruppe. Oh, er nimmt erstmal ein. Na los, komm, greif mal an. Okay, ja, okay. Aber da sollten wir uns gut gegen wehren können. Oh, boom. Naja, das war dann doch nicht... Naja, auf jeden Fall hat er jetzt seinen Panzer erstmal eingebüßt, weil er voll in meine Artillerie reingerannt ist. Okay. So, kein Problem. Erstmal hier besetzen. Okay. Und du bitte auch. Dum, dum, doing. Weil wir brauchen mehr Leute zum Heilen.
So, du greifst den Panzer an, Alter, und haust richtig rein. Feuer frei! Bang, bang! Geil, jetzt schafft die angeschlagene Artillerie sogar den Typen hier platt zu machen. Der angeschlagene Mechaneinheit, sorry. So, das Ding hier ist auch gefährlich und deswegen wird das als erstes auch mal ausgelöscht oder zumindest geschwächt. Tschüss, Mann. Dum, dum. Geil. Da-dam, da-dam, dum, da-dam, dum. Den machen wir platt, Mann. Nö, wisst ihr was? Das schafft sogar die Einheit hier. Ja, schwächen wir lieber nochmal um 2. Das ist viel besser. Und wham! So, gut. Die werden wir jetzt wohl leider opfern müssen. Und, ja, das schaffen die hier locker. 5%, das schaffen die. Das müssten die eigentlich locker hinkriegen. Tschung, 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 bams! Super. Naja, seht ihr, klappt doch. So, jetzt kann der zwar noch angreifen, aber auch nur eine... Ja, ist doch egal. Nur die eine Einheit da kann er angreifen. So, dann einladen und rauslassen. So, schön Verstärkung hier geholt. So, ich glaube, den können wir Tschüss sagen, wenn der angreift. Ja, dann ist er, glaube ich, vorbei. Aber mal gucken. Jetzt wird er erstmal eine Basis einnehmen. Ja, Mist. Oh, dieser Typ, ey, der ist doch einfach fies, Mann. So, der haut erstmal ab mit seinem Fernangreifer. Den will er anscheinend noch behalten. Nicht so cool. Oh, mein Transporter. Den brauche ich. Aber okay. Gut, dafür hat er keine andere Einheit angegriffen. Mist. So, schnell besetzen. Doink, doink, doink. Stoop. Oh yeah. Doom, dididididam. Doom, doink, doink. Stoop. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt den näher ranholen. Mit Vorsicht natürlich. Und, was mache ich jetzt? Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Ich würde gerne... Ja, den abballern wäre auch nicht so gut, weil der wird sich ja gleich heilen und dann wehren. Ja, komm, gönnen wir ihn halt die Festung. Die können wir uns später noch unter den Nagel reißen. So, du musst erstmal zurück dich heilen. Dafür stelle ich dich hier hin. So, du heilst dich. So, gut. Du wirst es gleich einnehmen. Ja, dann mach es mal schön mit Deckung. Jawohl. Deckungshinterhalt. Sehr schön. Und dann jetzt der Panzer. Mach den Rest. Oh yeah. Hat er schon mal seine flinken Jagdpanzer alle eingebüßt? Da muss ich bloß noch aufpassen auf die Artillerie. Ja, die wird auch gleich fertig gemacht. Ja, die wird gleich fertig gemacht. Pass auf. So, du gehst auch mal zurück. Muss ja nicht so sinnlos hier dein Tod sein. So, fangen wir hier an einzunehmen. Und gegen den wären wir uns, naja, im Wald. Der würde sich eh gleich wieder heilen um 2 Punkte, weil er auf einer Festung steht. Könnte in die Hose gehen. Deswegen einfach erstmal hier hinstellen. Warten wir mal ab. So. Na, komm doch her, mein Freund. Was hast du jetzt nur vor? Wer aber auch nicht angreifen will. Okay, 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 so. Dann können wir aber jetzt hier mal weiter. Die gehen weiter. Du gehst da hin und heilst dich. So, dann haben wir hier noch eine kleine Heilbasis eingenommen. Zup, flop. Okay. So, na dann, Angriff. Einfach schön angreifen aus der Ferne, Mann. Das habe ich gerne. Boom, boom. Oh, Olaf ist voll down. So, was mache ich denn jetzt? Warte, der Fluss? Ah, ne, der Fluss hat 0 Deckung. Das ist ja cool. Dann greife ich vielleicht mit der Einheit die Flussmech-Einheit an. Ja, das mache ich auch so. So, dann machst du dir erstmal den down. Schöne schwächere Einheiten sind doch platt. Oh yeah, oh yeah, yeah. Die Musik ist so cool. So, jetzt muss ich gerade trotzdem hier aufpassen. Ja, Mist. Kann ich erstmal nicht so geil angreifen. Warte mal, das zieht so viel ab. Und das würde so viel ab... Oh, na dann noch lieber so. Tschüss, Mann. Boom, Alter, ohne Deckung im Fluss. So, alle weg. Dumm, 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 die dumm. Ja, den muss ich jetzt irgendwie noch loswerden. Und dann muss ich den irgendwie taktisch hier irgendwie aus der Reserve locken. Ich weiß nicht, oder vielleicht bewegt er sich auch gar nicht. Ich muss ihn vielleicht... ich könnte vielleicht hier dann eine... Ich will meine Artillerie hier hinsetzen. Einen hier hinsetzen, dass er gelockt wird. Und dann ist er ja an der Reichweite. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, ich werde jetzt erstmal seine blaue Festung wieder einnehmen. So, doink, 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 flop. Okay, Mann. Sehr gut. Das läuft doch super. Das ist doch mega gut. Sehr schön. Dann gleich mal besetzen. Doing, doing, flump. Yeah. So, muss ich irgendwie hier erstmal durchkommen, damit ich hier überhaupt... Ach, Mann, ey. Okay, wartet mal. Dann stelle ich vielleicht den erstmal hier in den Wald. Obwohl, nee, dann kommt der vielleicht an und ballert. Ah, nee, 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 nee. Aber ich würde den halt gerne hier hinstellen. Die andere Einheit dann heilen lassen, aber... Mann, du oller Sack.
Ist nicht so witzig jetzt. Okay, warte mal, machen wir mal so. So, du heilst dich, damit du wieder voll bist. Der wird ausgelöscht. Weg. Da-dam, 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 da-dam. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. So, cool. So, du heilst dich jetzt mal komplett die ganzen Runden hier. So, dann kann ja keiner wirklich weiter vordringen. Also stelle ich den hier hin. So. So, dann kommen die auch mal wieder hier rüber jetzt langsam. Da-da-dam. Das schaffen wir, Leute. Aber ich würde mal sagen, der gegnerische Zug noch und dann ist der Part wieder vorbei. Jetzt haben wir diesmal nicht zwei Übungsmissionen in einem Part geschafft. Es dauert länger. So, Tag Nummer 6. Der macht einfach nichts, der Sack. Ja, okay, umso besser für uns. Leute, um den Kampfpanzer machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken. Ciao!